So, jetzt wird's ernst. Ich habe auch meine kleine Ukulele dabei. Ja, die sieht natürlich nicht so ganz so schick aus wie deine. Meine hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Ich glaube, das sind so die Einsteigermodelle. Das würde ich sagen. Mit 40 Euro kommt man, glaube ich, ganz gut hin. Für den Anfang ist es absolut in Ordnung. Ja. Und wenn man Geschmack daran findet, dann gibt es nach oben keine Grenzen. Ich habe mal bei eBay unserem Portal gesehen, da gibt es Ukulelen, die bis zu 17.000 Dollar erreichen. Ah, die sind das sind so alte Martin-Ukulelen, die wirklich auch sehr schön sind. Ja. Und die klingen wirklich auch, die haben, jeder Ton hat Geschichte. Okay. Absolut. Was sollte ich denn beachten, wenn ich mir eine kaufe? Grundsätzlich würde ich sagen, kauf du sie dir nicht übers Internet, weil du sie nicht probieren kannst. Geh ins Fachgeschäft, das sagen einfach alle, die mit Instrumenten zu tun haben, das sage ich also auch. Und wenn du sie dann, selbst wenn der Verkäufer sie nicht spielen kann, man kann einfach mal so die einzelnen Saiten mal durchspielen. Ob es irgendwo so knarzt oder so. Jawohl. Und wenn es irgendwo knarzt, dann würde ich mal die Finger davon lassen. Das war schon in Ordnung, ich habe das ein bisschen ungünstig. Ja, das ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung, ja, für den Preis. Kann man also das, was wir jetzt hier in der Hand halten, das ist eine Sopran-Ukulele. Ja. Davon gibt es zwei Stimmungen. Okay. Es gibt eine klassische Stimmung oder auch die hawaiianische Stimmung, wie sie genannt wird. Und eine D-Stimmung. Ja. Die hawaiianische, das ist die C-Stimmung. Okay. Das heißt also, dies wäre jetzt ein Ton tiefer wie diese D-Stimmung. Ja. Und nach der stimmen wir jetzt mal deine, dann müssen wir mal probieren. Genau. Du hast die C-Stimmung? Genau. Oder? Genau, die C-Stimmung. Das ist die oberste Seite, Das ist der Ton G. Der G? Ich bin also zu tief. Ich glaube, wir machen mal hier genau Mikro so ein bisschen. Also höher. Wunderbar, okay. Das passt ungefähr, ne? Gibt es da so einen Trick wie bei der Gitarre? Also bei der Gitarre ist es ja so, dass man immer auf dem fünften Zeige ich dir mal, Ich brauche nur eine Referenz und das ist der. So, und dann macht man es am vierten Bund, gehe ich auf den nächsten hier. Auf dem vierten Bund also, ja. Also wie bei der Gitarre auch. Auf okay, also da bist du... So, und der hier? Das ist eine Oktave? Passt ungefähr. Die Ukulele ist sehr, sehr tolerant, das ist ja das Schöne, dass man da wirklich die, auch wenn sie ein bisschen schräg klingt, das ist auch so ein bisschen, das macht diesen Klang auch aus. Eben. Ja, und sie ist sehr stimmstabil, man muss die also nicht viel stimmen, wenn mal die Nylon-Saiten ausgearbeitet sind, dann passiert nicht mehr viel. Ja. Und dann verstimmt sich die sehr wenig. Es sei denn, man kommt irgendwie an die Mechanik natürlich hin. Du hast ja irgendwie noch ein ganz besonderes Schmuckstück mitgebracht. Ja. Oder bevor wir jetzt unser Lied einstudieren, magst du es mal kurz aber auf den Kopf holen? Die ist leider nicht so optimal eingestellt, so dass sie noch nicht richtig spielbar ist. Ich muss sie noch mal beim Gitarrenbauer mal machen lassen. Oh ja, okay. Aber vielleicht wenn da die Kamera mal hier so draufhalten kann, ich weiß nicht, ob man das hier zum Beispiel sehen kann. Ich glaube, das sollte man einfangen. Das ist hier so ein Teil meiner Gitarreninsel. So schaut es auf der Gitarreninsel aus. Ah ja, schön. Hier, ja, ich freue mich. Sehr schöne Möwen und ich sage immer Adler dazu, aber es sind natürlich keine Adler. Dann auch eine schöne Einlegearbeit hier Ja, das schaut doch klasse aus, oder? Und vielleicht hier oben noch, ja, sehr schön, jawohl. Ist doch klasse, oder? Sehr schön. Ist ja echt sehr schön. Ja. Ist ein Einzelstück. Frag mich nicht, wo sie herkam und was sie gekostet hat, weil das bleibt mein Geheimnis. Die gibt es nur so bei mir. Die gibt es nur so. Nur diese eine. Okay, wirklich. Die verlosen wir nicht. Nein. Nein. Nein, dafür wäre sie jetzt...